Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA San Andreas. An einer Folge versuche ich mich jetzt mal noch. Insofern hier immer noch vielleicht eine Mission angeboten wird. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. Ich bin noch da. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Ach ja. Ich bin ja nicht weit weg. Mal gucken, ob sie es jetzt klärt. Everything. Huch. Die Steuerung macht mich manchmal echt fertig. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. You think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean... Oh, yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Du musst dieses Motorrad benutzen, um Caesar nah genug an den Truck zu bringen. Okay. We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Ein Motocross nicht besser? Muss ich da auf den Highway? Ah, ne? Ich bin ja auch schon drauf, du Geilo. Hättest du mal vor 10 Minuten sagen können. Ja. Das ist ein verdammt langsames Motorrad. Auf welche Seite ist egal, oder? Okay. Links. Oh fuck. What do you think? My Mexican jumpy being closer. Calm down, CJ, you're going too fast. Wo genau hier noch welche Höhe? Speed up, CJ. Keep level, CJ, keep level. What do you think? My Mexican jumpy being closer. Alter, wie lange soll man die denn halten? Speed up, CJ.
Ist das nervig. Sollte eigentlich einfach sein, aber irgendwie braucht er ewig zum Springen. Wo ist denn jetzt hin? Genau so. Start again. It's a nice day. I'm playing. Start again. Können wir nicht einfach ausbremsen? Alter, ist das so kacke. Ich dachte, das wäre jetzt wie bei GTA 5. Easy peasy. Exakt denn? Jetzt mal im Ernst. Therapy, talking about face your fears. Okay, CJ, let's get this rig back to the garage. I heard a dope. Alter. You Fiero fools ain't about making playing. Let's get into the real style classic. Y'all beginners, ready for your training wheels? I'm on a mission. Ich häng fest. Ready for some recognition. You got shotgun, CJ. Alter, ich will in den verkackten Truck rein. Nervt die Leute nicht. Gefühlt ist der Truck auch irgendwie schneller als das Motorrad eben. I wonder if you love it enough.
stepping ragged and tough. Never the front of the bluff. I got the fresh cut balls. Brothers call me. You the man. Yes, the one with all the J-A-Z-Z. Ich versuche hier mal ein paar Kurven zu vermeiden. Wieso das scheiß Navi mich schickt. Die öffnen extra für uns die Schranke. Geil. The notorious guru of the gang, you see. Star stands for power, like I said before. I'm like the doctor's cure, slicker than Roger Moore. I slide up to a crab MC like this. Tap him in the head with my mic like this. I'll be revealing it to... Das hat sich aber auch nicht gut angehört. Immer schön speichern, wenn man die Möglichkeit hat. Ruf bestimmt gleich wieder einer an. Mal lieber den. Warum ist das jetzt grau? Wir haben mir verdammt schnell jetzt einen Platten geschossen. Irgendwie habe ich es heute damit. Ich brauche nur einen Hit und schon habe ich einen Platten. Das finde ich nicht nett. Wie weit wir mit den Platten vernünftig kommen. Bis jetzt fährt es eigentlich ganz gut. Vielleicht macht das ja gar keine Probleme. Die Strecke ist auch, glaube ich, gar nicht so weit. Ne? Wir verlieren nur ein bisschen an Tempo dadurch. Und er zieht zwischendurch so ein bisschen nach rechts. Aber... es geht eigentlich ganz gut. Ist das jetzt irgendwie deaktiviert, weil das grau ist, oder ist das extra so? Muss ich da um eine bestimmte Uhrzeit kommen? Nö, gut. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless... of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that, right? Damn! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me... he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country.
And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. My wife, who's on the line? Hi, I have an eating disorder, so I would move to the west coast. Oh, komm mal den Weg, kommt hier weg. Maybe we need support. So. Yeah, maybe you should keep your finger out of your throat and eat a donut. 99% of the world wake up. Gucken wir mal, was da draus wird. Okay, also ein stabiler Baum. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlauer gewesen wäre, noch eine Rüstung zu kaufen dafür, aber es ist jetzt, wie es ist. Denke ich. Wobei, wir haben noch Zeit. Wir können ja da ankommen anscheinend, wann wir wollen. Der Buggy fährt sich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber alle liegen hier, fliegen hier Blumensträuße in der Luft rum. Das geht damit ganz gut. Also wahrscheinlich geht es mit allem ganz gut, aber ich denke, damit geht es noch am einfachsten, oder? Keine Ahnung. Sehen wir gleich, ob das gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall sehr schräg hier. Ich will jetzt nicht so viel Gas geben, weil ich lieber ein bisschen vorsichtiger bin, bevor das schief läuft. Das kann ja wieder nicht funktionieren, ne? Das kann nur schief gehen mit dem Raketenwerfer und mir. Jesus, will you stop doing that? Ja. Will das unsere? Oh. Aber dann nicht auf mich drauf, bitte. Das ist schlecht. Ja, können die mal Ruhe halten hier?
Alter, die kommen alle auf mir runter. Das geht eigentlich noch, wenn die nicht direkt über einem dann runterkämen. Perfekt. Das kann ein bisschen dauern. Fuck. Make your life long. Stop running. Ah. Okay, also man schlägt, dass ich abschieße, wenn der Helikopter zu nah ist. Ach ja. Okay, ich drücke hier mal kurz Pause. Pause, Pause. Und wenn ich das hier fertig habe, dann melde ich mich wieder. Oh, ich hab's jetzt. Mach mal direkt weiter. Ich hoffe, hier ist ein Checkpoint. War nämlich echt ätzend. Hat echt länger gedauert. Und ich habe keine Ahnung, wie man den Fallschirm öffnet. Bitte lasst ein Checkpoint sein. Gott sei Dank. Hätte ich mich erschossen, wenn nicht. Aber wie öffne ich den? Das war zu langsam. Ich weiß nicht genau, wo ich da runterspringen soll. Ehrlich gesagt. Ah.
Yes. Make a difference to your community. Keep our cities drug free. Look, I'm doing my bit. How are you? Das ist geil, dass man da keinen Schaden nimmt, wenn man auf dem Motorrad sitzt, obwohl es einen umbringen würde. Selbst so kriege ich keinen Schaden. Okay, sehr schön. Jetzt. My five uncles. Thursday nights on LSBC. Area 53 is next. Don't say we didn't warn you. If the government recruits school children to beat you up in school, are goldfish really communist spies? I'm Marvin Trill. This is Area. Back up jetzt. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Oh, I will always be watching or listening. Perfekt. Das höre ich immer gern. Welcher Kriminelle will nicht permanent beobachtet werden? Ist das hier der Blaine County Flugplatz? Sieht fast so aus, ne? Da die Map ja relativ ähnlich ist. Aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie der Ortsteil hieß. Bei GTA 5. Ob das hier das gleiche ist oder nicht, keine Ahnung. Wozu habe ich diesen Fallschirm gebraucht eigentlich? Sieht bis jetzt noch nicht aus, als bräuchte ich einen Fallschirm. Wozu jetzt der scheiß Fallschirm? Okay, das war das. Und das war eigentlich gar nicht mal so schwierig. Bis auf das, die Sache mit dem Raketenwerfer. Weil ich da einfach nur Kacke bin. Das T ist auch direkt wieder markiert. Da ist ja auch, wenn das immer noch an der gleichen Stelle ist, ein Speicherpunkt. Dann werde ich da speichern und dann machen wir das in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Aber ich fahre auf jeden Fall mal noch dahin und speichere. Fuck. Fuck. Ja. Habe ich auf jeden Fall wieder super gemacht. Komme ich hier irgendwie überhaupt wieder irgendwo raus? Oh, darf ich mich hier mal umsehen? Komme ich hier hoch? Nee, ne? Ich muss mir immer wieder selbst irgendeinen spielen, ne? Haben wir viele Waffen, die wir verlieren könnten. Sonst könnte ich mich einfach ertränken. Hier komme ich auf jeden Fall raus, aber da habe ich ja noch lange kein Fahrzeug. Naja, wenigstens ist man im Spiel nicht direkt tot, wenn man im Wasser ist. Das ist auch schon mal viel wert. Ist hier wenigstens eine Straße in der Nähe. In der Nähe von Gewässern und vor allem überhaupt hier abzukürzen, ist immer gefährlich. Muss ich mir einfach mal merken. Gut, dass da die Treppe ist. Hier ist vermutlich jetzt kein Fahrzeug mehr, ne?
Und ich glaube, hier fährt auch nicht wirklich irgendwas lang. Erst wieder zurück zur Hauptstraße. Ich würde sagen, dann beende ich halt doch lieber hier die Folge und fahre alleine dahin und speichere dort, weil das kann ich jetzt nur noch um Stunden hier handeln. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao.